Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar heute mal mit Dominik. Moin. Ja, ihr wisst ja, Damon ist ein großer Teil meines Kanals und über diesen Teil von meinem Kanal wollen wir halt reden, weil gerade privat halt über wo ihr nicht seht, bevor wir aufnehmen, seht ihr Sachen, die ihr eigentlich nicht seht. Also private Ja. abgesprochen generell und über die wollen wir jetzt reden und zwar Weil das ist so, seitdem, ja. ja, willst du Wir es, willst wollen euch halt jetzt erklären, was, ob ihr das gerecht findet oder nicht, weil. ja, Damon macht gerade in letzter Zeit irgendwelche Sachen, die wir nicht von ihm erwarten, irgendwie irgendwelche komischen Dinge. Ich hab Wie keine zum Ahnung. Beispiel, wir haben ja vor kurzem die Folge 2 von Apex Story gemacht und ja, wir haben einen komplett anderen Anfang geplant, aber er hat dann im Video das komplett verändert und so. Das wollen wir Ja, halt nicht. das hat halt komplett den Spaß verdorben. Und als wir das eigentlich immer wenn wir es eigentlich sagen, dass wir es nicht machen, widerspricht er uns die ganze Zeit und fängt halt langsam an, immer lauter und lauter zu werden, bis wir halt einfach das machen, was er will. Das nervt uns halt die ganze Zeit. So. Und ja. Er will auch immer, dass wir irgendwelche Spiele installieren und so. Das Und finden wir auch nicht korrekt von ihm, weil ja. manche davon kosten Geld und wir dürfen, also ich zum Beispiel, ich darf kein Geld wirklich ausgeben für PS. Ja, und dann Ja, und sagt ja. er uns halt 30 Mal, dass wir das runterladen sollen. Lad sie runter, lad sie runter. Und da immer wenn wir es runterladen, macht er das Dann hat Spiel er voll keine Lust mehr runter. auf das Spiel und lädt sich ein Ja. neues runter. Und dann spielt er nur noch dieses eine, ich weiß. Wie heißt das Watch Dogs? Genau, Watch Dogs. Das spielt er nur Ja. noch, wenn, also, ihr kennt ja bestimmt. Nee, ich weiß. Nee, ich glaube, dieser. Es gibt ein. Also, wir haben einen Freund, also, ein Freund halt von uns, und ich weiß nicht, ob der den Namen gesagt werden will, deswegen sag's es jetzt mal nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, er spielt Watch Dogs nur, wenn sein Freund online ist. Er ist jetzt gerade nicht online, was spielt er? Er spielt Watch Dogs. Es ist halt so komisch irgendwie. Er belügt uns ständig die ganze Zeit und er verarscht uns die ganze Zeit, ohne irgendetwas zu sagen. Und halt andere Dinge, wie zum Ja. Beispiel, keine Ahnung, er klaut Witze oder so und sagt dann, dass sie nicht lustig sind oder irgendwas halt. Und das finden wir halt nicht korrekt. Und ich weiß halt nicht, ob wir dann noch mit ihm so Videos machen wollen, weil ich würde es halt die ganze Zeit ihm Weil an. Ja, ich habe zwar er schon versucht. gehört auch sehr zum Format halt dazu, Ja. weil wir sind ja der Hauptteil eigentlich mit drei. Weil Wir sind halt so einfach diejenigen, die einfach den Kanal so wirklich bearbeiten. Und seitdem er diese Storys so verändert, werden es halt immer weniger Klicks. Also ich will jetzt nicht, dass ihr auf die Videos klickt, die wir und Damon zusammen machen. Aber ich will halt einfach, seitdem er seine Es sein mögen halt nicht mehr so viele. Wir wollen euch einfach nur unterhalten. Es geht uns jetzt nicht um, keine Ahnung, Ja, Likes und so, nee, so Abonnenten. sind wir nicht. Wir Sondern wollen. wir wollen euch einfach unterhalten und wir wollen auch Spaß haben daran. Ja, auch und Aber wir. wegen Damon macht es nicht mehr so viel Spaß. Ja, und deswegen Und seit. wir wollen sie noch oft erklären, aber er sagt dann, ja, okay, ich ändere das, aber er ändert das einfach dann nicht. Ja, und wir versuchen auch die ganze Zeit euch zu. Wir versuchen die ganze Zeit Spaß zu haben, dass ihr Spaß habt, dass ihr das Ganze feiert und das erkenne ich halt daran an den Aufrufen zum Beispiel. Je mehr Aufrufe es bekommt, desto mehr Leuten gefällt das. Aber seitdem Damon sowas halt macht, seit keine Ahnung, nur Monat oder so oder Paar. vielleicht ein paar Wochen, ich weiß nicht, seitdem ist das halt nicht mehr. Ja. Seitdem läuft das einfach nicht. Deswegen wollte ich euch fragen, wirklich, ob ihr trotzdem halt, ob ihr dem noch eine Chance geben würdet, weil er macht es schon so lange und seitdem ich mit Dominik zocke, ist er so und auch noch zu uns beiden, wenn wir privat halt mal sprechen, irgendwie so. Keine Ahnung.
Und darauf habe ich halt einfach keinen Bock mehr. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das ihm sagen soll, ob ich jetzt Freundschaft abbrechen soll oder ob ich das jetzt. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Also das Einzige, was mir einfällt, ist direkt einfach Freundschaft abbrechen. Aber dann würde er sagen, ja, juckt mich doch nicht, juckt mich nicht. Früher hat er immer gesagt, wir sollen darüber reden. Und jetzt auf einmal so fühlt er sich irgendwie cool oder so. Keine Ahnung, was der da macht irgendwie. Und Ja. ansonsten, erst wenn Er wir sagen, schickt dass uns wir. auch immer seit kurzem in privaten Gruppen halt irgendwelche Fotos, die nicht lustig sind. Ja. Ja, kann jetzt leider keins einblenden. Ich könnte eins dir halt schicken, Tim. Ja. Und dann können die halt sehen, was er mir schickt. Ja, Ja, zum Beispiel, das es ist könnte ich einfach jetzt. nicht witzig. Ja, und immer wenn wir ihm sowas schicken, wo er sagt, das ist nicht lustig, zeigt er es anderen und will halt so auf lustig machen und klaut halt jeden Scheiß und macht halt das, was er will. Das verstehe ich halt nicht und das fuckt mich halt auch die ganze Zeit ab. Ich finde es einfach nicht cool von ihm. Ich weiß nicht, was er gegen uns hat und warum er so uns hasst, aber. Und Aber Leute, bei den anderen ist er immer anders und bei ja, uns das halt wollte. nicht. Ja, das wollte ich Ich gerade habe jetzt sagen. zum Beispiel ein Beispiel geschickt, aber ich weiß nicht, ob die Zuschauer es sehen können. Nee, das können die nicht sehen, aber ich kann es versuchen einzublenden. Wenn da. Ja, es ist halt doch gar nicht lustig. Ja, und dann, Er hat. und dann findet er sich lustig und klaut halt auch die Witze einfach von uns und das finde ich halt einfach nicht korrekt. Ich finde es halt einfach nicht mehr cool, was er mittlerweile so abzieht, dass er sich so. Aber Leute, gehen wir jetzt mal weg von Community und YouTube-Videos. Es gibt nämlich noch Sachen, die wir uns privat überhaupt generell einfach sagen. Leute, ich bin so ein Typ, das kennt ihr auch alles. Sind nicht Typ, sondern also wie von die 30-jähriger Mann, nein. Ich meinte halt, ich bin halt so einer, der sich halt schnell aufregt. Das ist halt wegen ADHS, aber da bin ich auch selber schuld eigentlich, gebe ich jetzt gern zu. Ich bin einer, der richtig schnell aggressiv wird, da haben alle auch recht, sogar Damon hat recht, gebe ich jetzt einfach zu. Aber Ja, aber er kann ja auch nichts dafür. ja, also Wenn er manchmal, jetzt ich habe. manchmal im Video aggressiv wird, dann kann er nichts dafür und so. Ja, also ich. Aber Damon Manchmal. hat keine ADHS, aber er macht's trotzdem. Ja, zum Beispiel. Also ich reg mich halt auf, wenn ich mich auf irgendetwas konzentriere, dann stresst mich das halt und macht mich aggressiv. Aber manchmal mache ich das halt auch wirklich einfach so, wo man sich eigentlich gar nicht aufregen kann. Das gebe ich zu. Aber wenn man Damon widerspricht, einmal zum Beispiel, wenn er eine Idee hat und man die Idee nicht cool findet, sagt er so, hä? Nein, wir machen das jetzt so, das ist doch viel besser als deine Idee. Und der regt halt immer auf und wird halt immer lauter und lauter und man kann einfach nichts mehr mit ihm machen. Ja, ganz kurz zu einem Thema von der zweiten Folge. Tim, wenn du nichts dagegen hast, erzähle ich ihm, wie wir es geplant haben. Und er hat es komplett verändert. Ja. Wir hatten halt so vor, dass ich Krypto die beide gefunden habe. Also zuerst halt Tim, also Bloodhound. Und dann halt Octane. Und dass ich sie halt wieder belebt hab und Das ging ja am Anfang ja, noch ganz gut, dass wir in den eigentlich. Krieg gingen. Das meiste davon ist eh so geblieben, aber er hat das meiste auch geändert, wie zum Beispiel, dass er plötzlich auf einmal Pfadfinder war und so. Ja, das ist. Ja. Es ist halt immer so, dass er das am Anfang etwas lässt, so auf einmal ändert er halt so, wie er es will. Und Ja, zum das. Beispiel das Ende. Wir hatten gar nicht vor, dass wir jetzt eine Wahl machen, in welches Team Bloodhound jetzt beitreten muss. Er hat es einfach von selbst gemacht. Und ich wollte nicht angeben. Ich habe es einfach gemacht, weil manchmal, ich muss zugeben, manchmal mache ich irgendwie, manchmal, ja, ich gebe von selbst an, ohne dass ich es überhaupt will. Ja, Und dann hat der das hat aber gesagt, jeder ich schon mal gebe halt gemacht. an und so, deswegen. Ja.
Ja, das Ding ist halt, mir kommt es immer so rüber, wenn er seine eigene Idee rausbringt und wenn er halt, und immer wenn wir sagen, wir könnten das auch einfach so machen, er lässt sich überhaupt nichts mehr gefallen, Und sondern, er ändert auch alles dran. Wie zum ja. Beispiel, ja, wir haben es besprochen, was wir machen. Und er hat es trotzdem nicht gemacht. Er hat was komplett anderes gemacht. Und immer wenn wir ihm halt, ja, und immer wenn wir ihm halt sagen, dass wir das so machen würden, dann sagt er aber so, ja, dann spiele ich halt nicht mal mit, aber wir versuchen ihm das Ganze zu erklären, aber nein, das, und Er deswegen würde sagt ich. dann, ja, okay, ich versuche es zu ändern. Er sagt, ich ändere es, aber dabei versucht er nicht mal. Und ja. Ja, und deswegen, das finden wir einfach nicht mehr korrekt. Und Damon, falls du das siehst, ich wette, du sagst das Gleiche, was du immer sagst. Ja, okay, es tut mir leid, wir werden es versuchen, es zu ändern. Und es wird immer das Gleiche passieren. Ich weiß nicht, ich kenne dich. Ich kenne dich schon seit einem Jahr jetzt oder so. Und Ich seitdem kenne machst, ihn ziehst du, 2 Jahre. ja, und seitdem ziehst du immer halt die gleiche Scheiße ab, seitdem du uns kennst. Ja. Das Wir wollen ja mit ihm befreundet sein, aber wenn er es so durchzieht, ist er kein guter Freund. ja, ich. Wir wollen es jetzt einfach loswerden. Ja, es kommt mir halt auch einfach so rüber. Guck mal, das ist dir das mal aufgefallen? Immer wenn wir halt, immer wenn er seine eigenen Ideen bracht, kommt dir das nicht auch so rüber, als ob er sich wie der größte König fühlt? Ja, und zum Beispiel im Video, für die, die es gesehen haben, also der zweite Teil, schaut euch den noch nicht an, bevor ihr den ersten gesehen habt. Also wenn ihr den ersten noch nicht gesehen habt, dann schaut euch zuerst den ersten an. Ja, ganz kurz halt, das mit dem Ende, er hat doch gemacht, als wäre er der größere Club und so, also die Ja. große Gruppe. Er hat gesagt, dass ich einsam bin und ja, dass ich niemanden in meiner Gruppe habe. Er meint, Krypto hat viele Freunde. Ja, das ist halt, es ist halt auch so. Vor allem, ich glaube, du hast ja auch gesagt, dass er, ich glaube, du hast auch gesagt, dass er dir alles stiehlt, damit er die Story wirklich ändert, ne? Das hat er aber überhaupt nicht mehr Ja, gemerkt. das macht er wirklich. Er lebte Wir voll in hatten seiner auch eigenen nicht mal Welt. vor, so einen Krieg gegen die Gruppen zu machen, weil er wird sicher im dritten Teil, wenn er da überhaupt noch mitmachen wird, wird er wahrscheinlich einen Krieg gegen die Gruppen machen. Guck mal, das Ding ist halt, also wenn wir davor nichts planen, also Damon und ich, wenn wir zu zweit nur Stories machen, wenn wir davor nichts planen, ist das okay, wenn er seine eigenen Ideen hat. Das kann ich verstehen, Aber ich wir finde haben das auch gut. das ganze Video halt schon vorgeplant. Also vom Anfang bis zur Mitte haben wir schon alles vorgeplant, aber er hat es komplett verändert. Wir haben ihm das auch erklärt. Er hat gesagt, ja, okay, so machen wir es, das ist gut. Aber dann hat zum Beispiel das mit Octane, dass er ausgestöpselt wurde, das ergibt keinen Sinn. Wir hatten Ja. eigentlich vor, dass niemand ausgestöpselt wird, dass Octane einfach nur belogen. Also Octane hat Blutonde belogen, wollten wir eigentlich machen. Und dass das eigentlich wirklich die echte Realität ist. Aber dann hat er es halt so erstellt. Und weißt du noch beim Teil, als ich gesagt habe, wollen wir die Realität zerstören? Ich habe Ja. gesagt, wir kommen dann aus der Realität raus und kommen in die normale Welt zurück. Aber dann hat er auch komische Sachen erzählt, wie zum Beispiel, nein, wir bleiben hier für immer stecken und werden für immer in Digga. einem schwarzen Loch sein. Digga, was hat das denn damit zu tun? Guck mal, also bei, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, diese Five Nights at Freddy's Minecraft-Serie mit Freddy vs. Bonnie und sowas und so ein Scheiß. Da haben wir das noch nicht abgesprochen oder so. Haben wir noch nichts abgesprochen. Aber sobald wir die Story beginnen, macht er seine eigenen Sachen. Aber okay, bis dahin erstmal alles gut. Er macht seine eigenen Sachen, die wir noch nicht besprochen haben. Alles gut. Aber solange ich mal eine Idee habe, flippt er direkt aus. Der sagt so, hey nein, es macht überhaupt keinen Sinn. Natürlich, Aber aber Hauptsache macht es Sinn. dabei machen seine Ideen auch manchmal keinen Sinn.
Ja, vor allem wahrscheinlich macht es Sinn, wenn wir auf einmal Realitäten oder sowas machen. Vor allem, das ist doch so behindert. Ich weiß wirklich nicht, was wir mit dem Jungen machen sollen, Leute. Soll ich noch irgendwas dazu sagen oder so? Gibt's denn noch was? Geh zurück Punkt, halt zu oder? den Ding, zu der Apex Story. Ja. Ich weiß, ich war in der ersten Folge nicht dabei. Ja. Aber ich war ja eigentlich noch gar nicht im Team. Weil eigentlich hat Krypto dich einfach gefunden und er hat das komplett geändert. Er hat im ersten Teil gesagt, Krypto ist auch im Team und so. Ja, halt, ich war halt noch nicht zu Hause, ich war in der Schule und die beiden waren halt zu Hause, weil also Damon war krank, glaube ich, und du hattest Ferien. Ob du noch Ja. Ferien hast, weiß ich nicht, aber Ja, doch, habe ich noch. ja. Und ich wollte sagen, halt, ich hatte halt gar nicht. Ich habe halt Tim gefragt, ob ich dann, wenn ich nach Hause komme, mitmachen kann. Aber weil Damon ja es nicht mit. Also Damon wollte ja nicht, dass ich mitmache in der ersten Folge. Und deswegen hast du das Video schon hochgeladen. Ja. Deswegen war ich halt in der ersten Folge auch nicht dabei. Aber wenn ich in der ersten Folge ja nicht mal dabei bin, dann gibt es ja nicht mal Sinn, dass ich auf einmal, ja, keine Ahnung, Auf auf einmal einmal im einfach. Team bin. Das macht Und er echt. er hat auch das geändert. Ja, der beide Folgen angeführt hat, weiß genau, der genau zugehört hat, weiß genau, dass im ersten Teil es von Octane das Team ist und im zweiten Teil auf einmal das Team von Krypto. Das ergibt Das, keinen Sinn. ja. Und Leute, falls ihr euch jetzt fragt, hä, ja, wieso sagt ihr jetzt einfach nicht, dass es keinen Sinn macht oder dass ihr das einfach nicht so wollt? Das ist halt das Problem. Er lässt sich das alles nicht gefallen. Er regt sich direkt auf und sagt und beschwert sich halt über seine Sachen. Aber Hauptsache sind seine Sachen plausibel. Deine Sachen klingen kein bisschen plausibel mit Realitäten und Portal oder sowas. Ja. Das ist halt alles scheiße einfach. Leute, kurz zusammengefasst, wissen wir jetzt nicht, wie wir es ihm sagen sollen. Wenn wir es ihm sagen, sagt er, dass er es ändert, aber er macht halt immer so weiter. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist ihm zu sagen, dass wir die Freundschaft beenden. Nur ich weiß halt nicht, wie er darauf reagiert. Ich glaube halt genauso wie beim WhatsApp-Streit. Da haben wir uns halt auch die ganze Zeit gestritten. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns halt die ganze Zeit gegenseitig beleidigt irgendwie und er hat halt gesagt, dass ihn nicht juckt. Und ich glaube, so wird er auch reagieren. Also das Einzige, was mir einfällt, ist ihm zu sagen, dass wir die Freundschaft beenden. Ansonsten fällt mir nichts mehr ein, weil es einfach nicht mehr so weitergehen kann. Das ist nicht nur bei Ja. YouTube. Das ist in echt so. Und das nervt uns. Weil ich habe auch das Gefühl, in manchen Videos, er hat auch, er beginnt, falls er seinen YouTube-Kanal kennt, er beginnt auch oft, irgendwelche Videos zu machen, ohne mir es zu sagen halt und so. Ja. Also wirklich, guck mal, Leute, ihr kennt doch bestimmt noch das Kapitel 3 Season 2 Live-Event mit dem Mecha-Roboter. Erinnerst du dich ja auch noch? Ja. Da hat er die ganze Zeit gesagt, wenn ich ein Video machen möchte, muss ich ihn fragen. Aber wenn er ein Video machen möchte, macht er es einfach so, ohne es mir zu sagen. Das ist halt dumm. Warte, wer hat jetzt das aufgenommen? Was? Das Live-Event, meinst du? Ja. Damon. Damon hat. Ich wurde. Aber ich hab. Ich hab ihm ja. Er hat es mir ja gar nicht gesagt. Hauptsache, guck mal.
Ja, ich sag halt, ich möchte das machen, um meine Community uns zu unterhalten, falls sie das Live-Event noch nicht gesehen haben oder so, irgendwie sowas. Und da hat er gesagt, ja, trotzdem will ich das nicht. Aber was macht er? Er lädt ein Video hoch. Ich frage ihn, warum macht er das? Weil es ein Freund sehen wollte. Junge, das ist doch das Gleiche. Wo ist der Unterschied? Es ist doch komplett dumm. Und noch eine Sache will ich sagen. Wir hatten halt vor kurzem vor, die dritte Folge zu machen mit ihm. Und da musste ich halt offline, weil ich musste schlafen gehen wegen Schule. Und ja, was soll ich sagen? Ja, er hat gesagt, die sollen trotzdem beginnen, weil es würde ja kein. Aber es würde keinen Sinn ergeben, wenn jetzt Krypto auf einmal verschwindet. Ja, also ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch aufnehmen, schon 10 Minuten vielleicht oder so. Ich habe auf jeden Fall, wollen wir noch irgendwas, wir können das Video länger machen, das ist mir auch egal. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, was wir noch sagen wollen, was wir noch erwähnen Ja. müssen. Hast du noch was oder mir fällt nichts mehr ein? Ja, ich weiß nur eine Sache. Halt jetzt auch was mit dem zu tun, aber jetzt nicht alles. Halt, wenn ihr jetzt etwas Neues erwartet in der dritten Folge, und Die wir es, schon also gemacht wenn haben. ihr jetzt etwas erwartet, weil Tim hat immer gesagt, er kriegt auch manchmal Hinweise von dem nächsten Teil. Wenn jetzt auf einmal irgendetwas anderes passiert und das nicht vorkommt, dann ist es wegen Damon, weil ihr wisst ja, er tut selbst Ideen erstellen und so. Weil wir haben auch schon vor, den dritten Teil zu machen, aber wir haben halt keine Zeit. Und das Ganze entsteht halt durch Damon. Durch Damon haben wir bisher jetzt nur noch Probleme mit ihm und überhaupt halt generell mit ihm einfach. Und das heißt, alle seine Roleplays, die wir jetzt mit ihm aufgenommen und hochgeladen haben, die entstehen nur durch Damon und unserem Zusammenhang gerade. Der eigentlich nicht so geplant war. Er war eigentlich so geplant, dass wir selber Ideen haben oder für uns halt so generell. Kommt nichts mehr. Nee. Er hat da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keinen Bock mehr drauf irgendwie. Ja. Wir können jetzt noch ein bisschen was erzählen von der dritten Folge, was passieren wird. Sonst nicht, weil Ja, weil wir ja, haben ich die dritte muss. Folge schon aufgenommen, aber nee, das geht nicht mehr. Also die dritte Wir Folge, müssen es noch nee. mal aufnehmen. Aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich noch mit Damon machen können. Also Damon ist wirklich einfach nicht mehr der beste Partner für den YouTube-Kanal und generell halt einfach für unsere Freundschaft und so. Deswegen will ich vielleicht euch fragen, also wenn wir niemanden finden, der Ersatz für Damons Rolle sein könnte, könnte ich euch vielleicht fragen, ob ihr vielleicht Lust habt, mit uns die Roleplays aufzunehmen. Das ist gar kein Problem, Leute, weil das Ding ist Für halt. uns ist das nicht schlimm und so, Ja. aber wenn jetzt irgendetwas passiert, das privat passiert, wie zum Beispiel, dass irgendein Elternteil oder so auf einmal kommt und man hört es halt, dann dürft ihr das halt nicht erzählen. Das muss halt doch geheim bleiben. Ja, das ist halt wirklich halt die Privatsphäre. Wenn zum Beispiel jetzt mit den Eltern irgendwas privat gesprochen wird, was niemand hören sollte, das ist bei mir immer so, wenn mein Eltern reinkommt, das dürft ihr halt nicht wissen, deswegen. Und ich kann mich halt, dank meinen Kopfhörern, die ich jetzt gerade habe, kann ich mich nicht stumm, deswegen heißt es halt. Und Leute, wenn ihr mitmachen wollt und schreibt euren PlayStation-Namen in die Kommentare, weil wir spielen halt auf PlayStation manchmal auch und. Also bei Fortnite spielt er halt auf Switch, aber wir spielen halt generell einfach auf PlayStation. Also bei Fortnite ist es egal, sonst müsst ihr PlayStation spielen. Aber ist auch egal, ob PlayStation 4 oder 5, nur es muss halt einfach eine gut bessere Rolle für Damon geben, weil so geht das halt einfach nicht weiter. Ja, wenn er halt so weitermacht, dann müssten wir ihn wirklich rausschneiden. Also raus. Ja, wir müssen halt einfach Ja. keine Freunde mehr sein oder sowas.
einfach nicht mehr wirklich in Kontakt bleiben oder so. Im ersten würde ich jetzt erstmal sagen, Damien, wenn du das siehst, könnten wir erstmal fürs erste erstmal die Kontakte abbrechen vielleicht. Und wir überlegen uns das nochmal, weil so kann es echt nicht mehr weitergehen. Das ist halt auch wirklich, ist halt auch einfach nicht mehr korrekt. Deswegen wollen wir noch irgendwas sagen oder war es das, glaube ich, oder? Ihr könnt auch sagen, was ihr Ja. davon hält, nur wir finden es halt einfach nicht korrekt. Deswegen hoffe ich, ihr habt das Video verstanden. Und Leute, bevor das Video wirklich endet, wollte ich nochmal sagen, teilt es bitte, wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne mit euren Freunden teilen, aber nehmt das Video nicht zu ernst, nehmt eure eigene Meinung dazu und Ja. schließt euch nicht einfach irgendeiner Scheiße an, oder sondern Warte bildet kurz, einfach ich will eure. noch was sagen, halt nichts über Damon jetzt, aber wenn ihr irgendein Spiel habt, das wir vielleicht auch haben und man kann es online spielen, könnt ihr auch Ideen für Stories oder so dort machen und wir können auch dort, wie zum Beispiel in Minecraft, aber dann bräuchtet ihr PS Plus, weil ich habe es tatsächlich nicht, also gerade nicht und ja, Ja, das Ding damit ist wir halt. aufnehmen können. Muss ich bei euch halt über Schöpfe mitspielen. Genau, das heißt, einer von uns nimmt halt SharePlay mit, einfach so irgendwie. Und wir können das halt so machen und wir nehmen natürlich auch eure Ideen an. Das heißt, wenn uns irgendeine Idee so passt, irgendwie, welche wir machen könnten, also wenn wir bei der ersten Idee zum Beispiel jetzt irgendwie Nein sagen, dann heißt es nicht, dass wir alle Idee ab in den abnehmen. Wir begründen auch, falls warum wir die nicht so gut finden, falls wirklich halt keinen Sinn macht, sondern wir begründen das wirklich genau und nicht so wie Damon einfach, sondern halt genau, wir Und machen das. halt bevor wir die Sto also bevor wir das Video machen, tun wir auch eine Probe davor wirklich machen, Ja. damit wir auch wissen, ob das auch wirklich passt. Nicht wie wir das sonst immer gemacht haben, weil das lief wirklich chaotisch. Deswegen werden wir das jetzt ein bisschen besser machen. Halt versuchen Ja. das halt so simpel wie möglich zu machen. Deswegen hoffe ich, ihr habt das Video jetzt verstanden, bildet eure eigene Meinung dazu und schließt euch nicht einfach euren Freunden an oder so irgendwie, was die dazu meinen, sondern sagt euren Freunden einfach eure Meinung oder halt irgendwas sagt. Damon, wenn du siehst, es ist unsere Meinung. Wir Ja. meinen das auch ernst gerade. Wir sind gerade wirklich ernst. Wir denken gerade nicht wirklich an Spaß oder so, sondern wir Wir meinen das reden wirklich. gerade über wirklich ernst, heißt. Ja, das ist halt wirklich kein Prank-Video, weil die meisten Prank-Videos nehme ich nur im April auf, aber das mache ich jetzt gerade nicht. Sonst nehme ich keine Prank-Videos auf. Ich meine das halt wirklich. Ernst, und falls du deine Meinung in die Kommentare schreiben willst, kannst du das auch gerne machen. Nur wenn es jetzt halt wirklich in die Streitrichtung kommt, dein Kommentar. Sieht es so aus, als Dann würden wirklich. wir Kontaktabbruch machen. Ja, sieht es halt Für wirklich so kurze aus, als Zeit. wären wir nicht mehr so gute Freunde? Denn da ist halt wirklich vorbei. Wenn du halt das einfach nicht korrekt findest, dann müssten wir halt wirklich getrennte Wege gehen und Leute. Schreibt gerne euren PlayStation-Namen rein, wenn ihr wirklich mitspielen wollt bei den Roleplays und sagt mir auch gerne, was ihr so für Ideen habt. Und ich würde dann sagen, danke, dass du bei diesem Statement mitgemacht hast, Dominik, dass du dich auch für deine offene Meinung geäußert hast. Und Ja. danke auch an euch Leute, dass ihr so unglaublich gut zugehört habt und vor allem bis zum Ende auch geguckt habt. Noch eine Sache. Wenn ihr halt mitmacht, dann schickt uns keine echte Namenanfrage. Also mir auf jeden Fall nicht, weil das hat etwas Privates zu tun. Genau. Ich weiß warum. Schickt dann Ja. einfach mir eine Anfrage, das könnt ihr gerne machen. Und dann, Mir könnt ihr natürlich auch eine Anfrage schicken, aber halt nicht echt Anfrage. also enge Freundesanfrage, meint er. Ja. Deswegen halt. Mir könnt ihr gerne auch enge Freundesanfrage schicken oder einfach normal, das ist euch überlassen. Nur bei Dominik einfach keine echte enge Freundschaftsanfrage schicken, weil das ist halt ein bisschen zu Weil das privat hat für ihn. etwas mit meinem Familiennamen zu tun und so. Ja.
Deswegen, Von danke, dass meinen du. Eltern. Ja. Genau. Deswegen, danke, dass ihr so gut zugehört habt und euch das jetzt angehört habt nochmal was. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare dazu und was ihr davon haltet, könnt ihr Und gerne ja. machen. Nur bitte halt nicht haten, Falls falls. ihr auch Lust habt, könnt ihr auch, keine Ahnung, Snapchat rein, also Snapchat-Namen reinschreiben und Das könnt dann ihr auch können wir, machen. wenn ihr mitmacht, auch davor telefonieren und so. Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne und wenn ihr wollt, könnt Macht ihr schon auch uns halt. auch könnt ihr uns auch auf oder mir halt auf TikTok folgen und dann könnt ihr mir eine Nachricht schreiben, falls ihr das da könnt ihr mir auf TikTok einfach schreiben, wie ihr heißt. Und falls ihr das in den Kommentaren nicht sagen wollt, das bleibt dann alles unter uns. Ich achte natürlich selber auf Privatsphäre. Zum Beispiel sage ich jetzt auch nicht, wo ich wohne, weil sonst würde ich natürlich das euch von euch sagen. So Nicht einer so bin ich wie nicht. unser Freund, du weißt schon. Ja. Der hat mir Deswegen. ja seine Adresse geschickt, ohne Grund. Ja. Deswegen, Leute, alles gut. Wir sind halt jetzt ein bisschen. Ihr seid jetzt halt einfach gern eingeladen auf unsere Roleplay. Für unsere Roleplays, das könnt ihr gerne bestimmen, was ihr so findet. Und Leute, könnt ihr gerne beleidigen in den Kommentaren. Ich werde euch vom Kanal dann entfernen, falls irgendjemand beleidigen sollte, falls es. Also ihr könnt eure eigene Meinung sagen. Zum Beispiel könnt ihr sagen, ich finde, das ist das komplette Gegenteil, ihr habt das Recht irgendwas, aber sobald es zu beleidigen kommt, nee, habe ich wirklich keinen Bock drauf einfach. Deswegen äußert euch eure eigene Meinung und danke, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao.